Was ist denn überhaupt Rudi? Moin meine Lieben und schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es wieder, euer Vince Jordan mit einem richtig geilen Video und wahrscheinlich den stärksten Necro-Bild überhaupt. Wirklich Meta, und zwar reden wir hier von dem Knochenspeer Nekromanten. Und bevor ich jetzt rüber reingehe, wollen der eine oder andere ein bisschen Gameplay sehen und ich erkläre euch vorerst erstmal so ein bisschen, was wir hier überhaupt machen, was für Attacken wir benutzen. Also, wir brauchen natürlich vor allererst Essence. Und habt ihr schon gesehen, dieses Bild zeigt darauf aus, wirklich Bosse und Elite-Gegner und alles mögliche One zu schaffen. Wir sind jetzt auf der Weight-Tier-Stufe 4 und ich bin schon, ja, ganz gut dabei. Und ihr seht schon, ein Pfeil rein und alles fällt tot um, ja. Dabei ist es dann auch egal, was es ist. Sobald wir Essenz haben, ein Knochenspeer rein, bumm, fertig, tot. Das ist natürlich brutal geil. Ist das wirklich? Das ist natürlich nicht alles. Wir haben natürlich noch enorm geile andere Attacken. Wir haben zum Beispiel noch die Ranken. Wir haben auch nochmal Explosionen. Und. Und wir saugen natürlich nochmal richtig schön Essenz raus. Und das sieht natürlich nochmal richtig geil aus. Wir werden das Dungeon einmal zu Ende machen. Und dann gehe ich rein. Mit von der Partie. Der René, der ist hier ein legendärer Zauberer, ein Eissplitter-Zauberer. Wenn ihr das Bild sehen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Und ihr seht schon, also da geht wirklich gar nichts mehr. Dieses Bild zerrobbt, zerfickt wirklich alles. Der Magier ist schon auch sehr gut dabei. Das ist einfach nochmal anders pervers. Einziges Defizit, was ich jetzt so sagen würde, ist eventuell das Überleben. Die Zähigkeit ist nicht so ganz so geil, aber wenn jetzt viele Gegnergruppen rumstehen, wie jetzt hier, haben wir natürlich dafür auch gesorgt. Es ist jetzt keine bedrängliche Situation. Wollen wir mal schauen, ob noch eine auftaucht. Als Beispiel jetzt hier, so, wir wollen jetzt hier, wir kriegen jetzt Schaden, dann gehen wir halt zum Beispiel in diesen Blutnebel. In diesem Blutnebel nehmen wir keinen Schaden und holen uns wieder Essenz raus. Einfach nur, damit ihr das jetzt mal so gesehen habt, was da so abgeht, und ansonsten wieder Splitter rein, bumm, aufbauen, Crit aufbauen, mit der Ranke Crit aufbauen, einmal rein, bumm, tot, einmal rein, bumm, tot, wir machen wieder einmal rein und fällt auf. Also, und ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr fauler Spieler, ich habe mich jetzt wirklich nicht akribisch auf jedes einzelne Prozent gestürzt. Ich hatte ja vorher ein eigenes Bild beim Nekromanten gespielt, hatte mich dagegen gewehrt, so ein Meta-Bild zu spielen. Und hab's jetzt einfach mal so just for fun gemacht, um zu gucken, was geht. Und ich muss schon sagen, ja, es ist schon pervers. Es ist halt genauso, wie wenn man jetzt die wirbelnden Klingen bei dem Rogue spielt oder Pulverisieren bei Druiden. Es sind einfach ein paar Sachen dabei, die sind einfach pervers stark. Und wenn ihr das Bild auch hier von unserem René und Zerit sehen möchtet mit den Eissplittern, das geht auch richtig gut ab. Also wir rasieren hier richtig gut und ja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht jedes einzelne brutalste Item in dem Game. Wir haben jetzt auch keine Harlequin-Maske oder sowas und das geht schon gut ab, würde ich sagen. Und damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Auch wenn ihr Leute durchziehen möchtet bei irgendwelchen schweren Bossen oder so, ist das auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Wir machen das Dungeon jetzt nochmal ruhig zu Ende und dann würde ich sagen, gehen wir rein, dann hat man auch genug Gameplay gesehen. Wer das nicht weiter sehen möchte, skippt einfach gleich nach vorne und dann ja, ist das auch gut. Also wir bauen halt auf unsere Essenz mit unserer Basisattacke, dashen dann einmal rein und spammen einfach die Knochensperre durch wie so ein Olympia-Speerwerfer und dann ist das eigentlich gut. Richtig viel Damage machen wir natürlich dann, wenn wir unsere Ultimate einsetzen. Haben wir in 4 Sekunden, machen wir mal gleich. Genau, das ist der Matt. Lass mal ein bisschen was überlassen. Ah, ich wollte doch auch noch Schaden. Sorry. Ich wollte doch auch noch mal Schaden machen. Nimm dir die Elite-Gegner. Ja, warte. So, aufbauen. Einmal rein, Knochenspeer raus. Boom, finito. Ja, habt ihr gesehen? Ja, wir machen Minimum immer so 100.000er Crits. Wir haben auch manchmal 500.000er Crits. Je nachdem. Immer so in dem Bereich zwischen 50 und 100.000 momentan. Wie gesagt, ich habe auch unter anderem noch nicht mal meine Paragon 6 Punkte verteilt. Da ist noch viel Luft nach oben. Ist ein Endgame-Bild, also schon aus dem Midgame raus, würde ich sagen. Ihr braucht schon ein paar Boards, 2-3 Boards müsst ihr schon skillen. Und ihr solltet schon das ein oder andere auch einzigartige, den einzigartigen Gegenstand schon mal gefunden haben. Dazu gehen wir natürlich dann gleich rüber. Wie gesagt, ich möchte einmal, dass ihr dieses Dungeon komplett gesehen habt. Ja, bitte schon, mach.
Lass uns da zusammen rauf und dann geht es schneller. Die Leute wollen ja auch mal dein Bild sehen. Zeig doch mal was hier. Schaut euch an, hier. Bam. Das ist hier der Eissplitter. Schaut euch das an. Guckt, seht ihr das? Ich mach gar nichts. Der macht alles. Na gut, vielleicht sollten wir ein bisschen was mitmachen. Tot. Ja, alles gut. Halleluja. So macht man's. So, jetzt müssen wir... sind durch hier, ne? Das war's. Ja. Wunderschön. Dann gehe ich doch mal in die Stadt. Danke dir erstmal. Kannst gerne sonst so weitermachen. Ich zeig den Leuten jetzt hier mal das, was sie nicht verpassen dürfen. Bleibt dafür auf jeden Fall gerne mit einem Abo und einem Like dabei. So, Gameplay haben wir genug. Jetzt möchte natürlich der eine oder andere wissen und sehen, was wir hier machen und warum wir das so machen. Das sollt ihr auch haben. Wir gehen mal auf Fähigkeiten. Wir fangen mal oben an bei unseren Basisfähigkeiten. Und zwar entscheiden wir uns bei unseren Basisfertigkeiten mit einem Punkt für die blutige Ernte. Blutige Ernte pusht nicht nur auch unsere Schadensreduktion, also auch unsere Defensive, wenn wir sie einsetzen, sondern natürlich, klar, wir wollen Essenz. 4 Essenz pro getroffenen Gegner könnte man ein bisschen höher haben, könnte man variieren. Aber da wir auch, wie gesagt, defensiv ein paar kleine Schwächeln haben, ist das auf jeden Fall die erste gute Basisfähigkeit. Da reicht ein Punkt völlig aus. Wir gehen den linken Weg, verbessert muss man sowieso skillen. Blutige Ernte des Akolyten erschafft eine weitere Leiche. Warum wollen wir Leichen haben und so weiter? Weil wir mit unseren Aspekten unseren Schaden pushen, umso mehr Leichen wir verbrauchen und später auch Leichenexplosion skillen. Deswegen gehen wir da auch auf den Leichenverbrauch. Wir könnten natürlich jetzt auch mit Knochensplitter spielen. Könnte man machen, nochmal zusätzlich. Aber wie gesagt, wir haben halt die Kombi mit der Explosion und dann auch da kommen wir zu den einzigartigen Gegenständen. Später, da kann man ein bisschen rumfaxen, das ist ziemlich cool. Was machen wir hier in dem zweiten, in den Kernbereich? Ganz klar, Hauptfähigkeit ist der Knochenspeer. Alle Punkte rein in Knochenspeer. Ganz klar, muss ich glaube ich nicht so sagen, das ist unsere Main. Da wollen wir rein. Ich habe da jetzt 9 wegen Skiller. Seht ihr später auf dem Equipment. Dann verbesserter Knochenspeer, auch selbsterklärend. Und paranormaler Knochenspeer, weil wir gehen auf Crit. Es ist wirklich wichtig für unsere Crit-Chance so hoch wie möglich zu haben, weil wir wollen critten. Und dazu feuern wir dann nochmal zusätzliche Knochensplitter ab. Dann wieder mit unserem Equipment kommt nochmal was Spezielles dazu. Das ist dann so das Nonplusultra, werdet ihr dann auch sehen. Das ist auf jeden Fall die Methode, die ihr machen solltet. Ansonsten machen wir die nächsten 3 und 3 Punkte auf Essenzen und auf Kernfähigkeiten. Ja, und je mehr Essenzen wir haben, umso mehr Schaden machen wir, umso mehr Essenzen wir verbrauchen, umso mehr Schaden machen wir. Und deswegen skillen wir unsere Essenz hoch und auch unsere Kernfähigkeit, weil Knochenspeer ist eine Kernfähigkeit. Ganz einfach. Dann kommen wir ein bisschen zu unserer Defensive. Unsere Defensive besteht, wie gesagt, eigentlich daraus, dass wir Blutnebel machen. Das ist das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Wir werden nicht nur noch ein bisschen schneller, reduziert, bla 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 bla, sondern wir heilen uns auch noch und während diesen Intervalls kriegen wir natürlich nochmal wieder ein bisschen Essenz dazu. Das heißt, wenn wir jetzt im schwierigen Bereich sind, habt ihr ja gesehen, gehen wir rein. Also ich habe keinen schwierigen Bereich gesehen, aber wenn es mal knifflig werden sollte, macht ihr das, geht einfach um die Gegner rum, macht, positioniert euch wieder und bumm, ihr habt wieder Essenz. Knochenspeer rein. Natürlich verbessern wir das auch, muss ich euch jetzt nicht vorlesen, das ist überwältigend, das ist selbsterklärend, ihr könnt ja nur einen Punkt machen und dann rechts oder links auswählen. Wir gehen jetzt hier links und was, wie auch nicht, natürlich eine Sekunde eine weitere Leiche, weil wir wollen natürlich alles voll auch auf Leichenexplosion machen. Leichenexplosion gehen wir voll und ganz hoch. Was macht eine Leichenexplosion? Eine Leichenexplosion explodiert eine Leiche. Und hier ist jetzt der besondere Teil. Normalerweise würde man jetzt ein Leichenexplosionsbild spielen, wird man hier nochmal mit verwundbaren Gegner, wird auch mehr Damage machen, aber wir wollen das ja benutzen, um dann wirklich mit unserem Knochenspeer nochmal enorm Schaden zu machen. Und deswegen nehmen wir dieses Miasma, um dann nochmal im Verlauf Schattenschaden zu verursachen, nochmal zusätzlich, dann ist der Bereich sozusagen nochmal verseucht und so weiter und so weiter. Deswegen gehen wir dort nach oben. Das habe ich gar nicht geskillt, das könnt ihr rauslassen, das ist einfach mit auf meinem Equipment. Was wollen wir auch haben? Wir nehmen Blutsernte mit, das erzeugt Essenz, weil wir haben Essenzprobleme, weil wir die ganze Zeit Knochensperre spammen wollen. Kraftbringender Tod. Nach dem Verbrauch einer Leiche machen wir 9% mehr Schaden. Hört sich banal an, aber wir benutzen halt die ganze Zeit irgendwie immer was und deswegen ist das ziemlich gut, das so zu machen. Was machen wir in den nächsten Punkt? In den nächsten Fluchfertigkeiten nehmen wir eigentlich gar nichts. Ja, das ist toll, dass die hier so rumlabern. Wir gehen jetzt hier mal ein Stück weg. Sonst haben wir hier die ganze Zeit die Scheiße am Arsch. Das ist auch ziemlich nervig. So, danke. Danke. So sieht's aus. Wie gehen wir denn in die Fähigkeiten rein? So,
Wir sind jetzt hier oben geblieben. Bei den Fluchfähigkeiten geben wir, wie gesagt, nichts. Könnte man machen, wenn man jetzt sagt, man nimmt das ein oder andere gleich nicht mit. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Wir wollen halt wirklich Damage machen. Wir wollen Bosse zerstören. Deswegen nehmen wir es nicht mit, weil wir was dafür anderes nehmen. Das seht ihr aber gleich. Wir nehmen jetzt hier wirklich nur Umarmung des Todes, dass wir sozusagen weniger Schaden erleiden, mehr Schaden machen und auch weit entfernten Gegnern mehr Schaden zufügen. Todesweite ist da wirklich auch essentiell. Es gilt das voll aus, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dass ihr darauf noch was bekommt. Sehr, sehr geil, weil das macht auch wirklich viel Damage, weil wir mit Knochensperren natürlich auch weit entferntere Gegner angreifen können. Wir wollen natürlich meistens, dass jetzt nahestehende Gegner eher ein bisschen weiter weg sind, damit wir wirklich auch schön mit unserem Crit alles wegmachen, die ganze Gegnergruppe poolen, so wie ihr das eben gesehen habt. Das ist unsere Intention, da wollen wir natürlich hin. So, in den Leichenfertigkeiten, makabre Fertigkeiten, was wollen wir da machen? Wir machen einen Punkt in diese Leichenranke. Warum diese Leichenranke? Ich war da auch lange Zeit kein Fan von. Was macht diese Leichenranke? Sie zieht Gegner zusammen und die Gegner, die zusammen kriegen, nochmal lang verwundbar und natürlich dann nochmal viel mehr Damage. Und es ist wirklich viel mehr Damage, wenn ihr das macht. Ja, wenn ihr die Gegner dann ranpult und irgendwie so überrannt werdet, macht das da rein. Die Gegner ziehen sich zusammen, zieht euch zusammen für den Knochenspeer, verbesserte Ranke, bumm, dann rein. Dann sind die Gegner wieder verwundbar. Ihr macht mehr Schaden an verwundbaren Gegnern und ihr merkt schon, Crit, Schaden, bumm, verwundbar, brutal. Brutal. Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Auch hier nehmen wir die drei unteren Punkte dieses Skillwitz komplett aus. Die ganzen Knochenfertigkeiten gehen wir die rechte Seite lang. Zahnbewehr für Trefferchance erhöht sich pro Essenz, die wir haben. Bla bla. Deswegen gehen wir auch auf Essenzen. Habt ihr schon irgendwie verstanden? Macht irgendwie Sinn. Offener Bruch gehen wir auch komplett aus. Und natürlich Ausreißen verfügen verwundbaren Gegner. Da sind wir wieder 18% mehr kritischen Trefferschaden. Immer Crit, Trefferschaden, Trefferchance. Nur Trefferschaden würde uns nichts bringen. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Chance. Denn nur wenn unsere Chance hoch ist, critten wir natürlich oft. Das ist jetzt einfach so gekommen. Das brauchen wir nicht. Das geht hier auch nicht. Das ist halt auch wieder das Equipment. Einfach nochmal zusätzlich drauf. Was machen wir unten bei der Ultimate? Wir gehen in der Ultimate komplett auf Knochensturm. Wirklich dann auch so mit das Geilste. Nicht nur, dass der Knochensturm auch ein bisschen Charme macht, aber währenddessen der aktiv ist, bekommen wir weniger Schaden. Und unsere Trefferchance ist um 20% erhöht. Deswegen macht das wirklich in besonderen Momenten, wo viele Gegner da sind. Das ist das, was wir haben wollen. Und natürlich machen wir voll und ganz aus. Nochmal mehr. Das geben wir natürlich voll aus. Und deswegen sind alle Punkte so zusammen. Jetzt ist es interessant, da der Nekromant ja eine besondere Fähigkeit hat. Und zwar das Buch der Toten. Also wir könnten ja mit Pets spielen, also mit Minions. Da wir diese ja opfern, gehen wir hier rein. Und da ich ja schon gesagt habe, wir sind defensiv vielleicht nicht so geil aufgestellt, aber alles in die Offensive packen, machen wir hier nur einen Punkt rein. Hätte ich jetzt mehr Punkte, würde ich es ausmaxen. Ich bin aber schon komplett ausgemaxt mit allen Belohnungen. Und deswegen machen wir hier einen Punkt rein und hier drei Punkte im Momento Mori. Ja? Bedenke dich des Todes, also jeder ist sterblich. Und dafür kriegen wir nochmal 60% mehr zu unseren Opferungsbonussen, zu denen wir jetzt gehen. Denn das ist wirklich wichtig, denn wir opfern alle unsere Minions. Warum machen wir das? Wir wollen in der ersten Kategorie die Plänkner wegmachen, weil wir dafür nochmal 5% Crit-Trefferchance bekommen, wenn wir keine Skelette machen. Dann wollen wir Skelett-Magier wollen wir auch wegmachen, hatte ich euch auch schon erzählt. Dieses Bild basiert darauf, viel Essenz zu haben und viel Crit-Chance. Ihr merkt, da sind wir wieder. Wir wollen natürlich auch die Essenz mit haben und deswegen opfern wir sozusagen für den Schatten den Punkt und wir opfern die wahrscheinlich geilste Sache mit. Da kann man jetzt überlegen, was man macht. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ihr könntet es machen, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit Überwältigen spielt, deswegen ist der Punkt noch an, nur um euch das zu zeigen. Wir nehmen natürlich den letzten Punkt mit bei Eisen und das ist nochmal 30% mehr kritischen Trefferschaden. Und ich habe es bewusst nicht drin gehabt, einfach um euch zu zeigen, wie krass das Gameplay war, wie viel Schaden ich gemacht habe, ja, damit der Magier sich auch nicht so traurig fühlt. Aber jetzt überlegt mal, ich habe so diesen 100.000er Crit und 500.000er Crits. Jetzt nochmal 30% mehr Crit-Schaden. Boom. Alles vorbei. Alles vorbei. Das ist das Wichtigste, den Golem auch auf jeden Fall opfern. Tut ein bisschen weh, solltet ihr aber auch auf jeden Fall machen.
Der ein oder andere wird jetzt schon weinen. Das ist schon ein bisschen hart alles. Wir gehen jetzt mal aber in unser Paragon-Board. Und zwar gehen wir da in das erste Board mal rein. Wenn ihr da mehrere Informationen haben wollt, haben wir bei uns im Discord natürlich dann auch nochmal Screenshots und so weiter. Auf der einen oder anderen Seite wird es auch nochmal verlinkt. Wenn ihr dann dieses Endgame-Bild haben wollt, was komplett am Ende stattfindet, könnt ihr da natürlich auch gerne nochmal nach Twitch kommen, nochmal nachschreiben, wie ich das jetzt letztendlich verbessert habe. Ihr könnt da eigentlich dann gar nichts mehr falsch machen, weil ihr werdet alles im Game one-shotten und destroyen. Ihr seid wirklich King Kong. King Kong. King Kong ist nichts im Vergleich zu mir. Wir gehen hier hoch. Wir wollen den Schaden. Wir wollen den Schaden. Wir nehmen das mit. Wir nehmen die rechte Seite mit. Wir gehen hoch. Wir setzen die erste Glyphe an. Ausbeuten, weil wir einfach mehr Schaden bei verwundbaren Gegnern machen wollen. Ihr merkt schon, das basiert alles auf Crit und verwundbar. Dann gehen wir die linke Seite hoch, auch mit viel mehr Schaden. Und dann nehmen wir das erste Paragon-Board mit dem legendären Knotenplatz Knochentransplantat. Und damit sind die Knochentreffer nochmal erhöht, nochmal mehr Schaden, maximale Essenz und so weiter und so weiter. Ihr merkt schon, das hat einfach Sinn, was der Junge hier macht. Ich habe da auch ein bisschen eigentum kreiert und das ein oder andere könnte natürlich mal auch ein bisschen anders machen. Das Board könnte man ein bisschen anders drehen, aber so habe ich wirklich das Maximale rausgeholt. Auch links auf jeden Fall den Knoten mitgehen. Auch nicht alle blauen Punkte im Umkreis, wirklich nur bis hier, bis zum Maler maximale Essenz gehen. Wir wollen das hier nicht mitnehmen. Das wollen wir nicht, dass wir eine Essenz wiederkriegen. Könnte man natürlich machen, wenn man jetzt Essenzprobleme hat. Kann man einen Punkt reinmachen, müsst ihr aber nicht. So, ist Quark, wir gehen jetzt wieder hier rum, dann nimmt ihr den Punkt mit auf jeden Fall, wieder Crit Chance, merkt ihr schon mit Knochenfertigkeiten, das macht alles Sinn, Griff, Treffer, Schaden, Knochen, Boom, das nehmen wir mit und dann gehen wir aber zügig aufs nächste Board und dann legen wir uns das Board so, dass wir hier den Geruch des Todes haben. Wenn wir mindestens zwei Leichen in der Nähe befinden, erhaltet ihr Schadensreduktion. Wenn sich keine Leichen in der Nähe befinden, verursachen wir mehr Schaden. Das wiederum resultiert dann daraus, was ich auch meinte, wir wollen natürlich immer so viele Leichen wie möglich haben, weil wir dann mehr Damage machen. Wenn wir jetzt Leichen haben, kriegen wir weniger Damage. Falls es mal dazu kommen könnte, dass wir gerade keine zwei Leichen da haben, machen wir auch wieder mehr Damage. Das ist jetzt nicht die wichtigste Not. Die wichtigsten Notes hier sind eigentlich eher die gelben. Deswegen achtet auch drauf, dass ihr viele gute gelbe Notes habt. Ja, und dann gehen wir einfach weiter und dann bauen wir das Bild so aus, dass wir jetzt hier unten einen Punkt dran machen. Da kann man jetzt selber ein bisschen überlegen. Das möchte ich euch auch wirklich jetzt erst bei Twitch verraten, damit ich ein bisschen interessant natürlich auch für euch bleibe. Das könnt ihr jetzt auf jeden Fall bis Level 70 so genau nachbauen und das könnt ihr auch bis Level 80 so spielen, ohne einen einzelnen weiteren Paragon-Board zu investieren. Ihr könnt auch damit das Echo von Lilith machen und so weiter. Das ist gar kein Problem. Jetzt gehen wir mal zu einer anderen Sache und zwar dem Equipment, dem wohl wichtigsten Aspekt mit hier. Ihr seht schon, die Angriffsstärke, lasst euch davon nicht immer täuschen, die muss nicht immer bei 8000 oder bei 10.000 sein. Das reicht auch aus, weil wir halt mit Crit spielen, ist das für uns nicht so wichtig. Also falls der ein oder andere in einem Facebook-Forum damit rumflexen will, das ist jetzt nicht das Wichtigste, dort jetzt irgendwelche hohen Crit, also Angriffsstärke zu haben. Das wäre jetzt Quark. Wenn ihr übrigens das Video sehen wollt, wie ihr gut mit euren Plätzen umgehen könnt, habe ich das gerade hochgeladen. Könnte interessant für euch sein. Schaut euch das an. Und wenn ihr was zum Leveln braucht, das beste Dungeon, was jetzt nach den Nerfs aktuell ist, findet ihr auch auf meinem Kanal. Ich möchte euch etwas zeigen, was ich nicht benutzt habe. Oder ich zeige es euch gleich am Ende. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir fangen mal an mit der wichtigsten Fähigkeit überhaupt. Da müsst ihr ein bisschen Glück haben. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, das solltet ihr haben, bevor es spielt. Und da gibt es natürlich auch nochmal einen krasseren Roll. Aber das ist dieser unsterbliche Antlitz. Das ist meistens auf Kopf drauf. Und zwar der Knochenspeer hinterlässt auf seinem Weg Echos, die explodieren und nochmal zusätzlichen Schaden machen. Das ist das, was ihr wirklich haben solltet. Ihr solltet auch erhaltene Heilung nochmal ein bisschen reinmachen. Ihr könnt hier aber auch natürlich auch rote Rubine reinmachen für mehr Leben. Ne? Leben ist auch immer wichtig. Dann habe ich hier ganz banal auf meinem Brustpanzer jetzt momentan einfach so, könnte man nochmal was anderes raufholen. Ich spiele jetzt nochmal mit Barriere, dass sozusagen direkter Schaden von entfernteren Gegnern ignoriert wird. Gerade wenn ich jetzt so im Umkreis bin und da für die Gegner reinspamme, ist das eine gute Sache. Und jetzt kommt es darauf an, was ich euch sagen wollte. Und zwar habe ich hier Handschuhe, die ich einfach richtig pervers geil finde. Deswegen spiele ich sie, weil sie geben mir 4 Ränge für den Knochenspeer. Ne? Kernfähigkeit nochmal für die Leichen verbrauchen, Kernfähigkeit Knochenspeer und Knochenfertigkeiten für Crit. Das ist natürlich auch enorm krass. Was man aber spielen könnte und was wahrscheinlich die meisten dann auch spielen
werden, ist dieser einzigartige Gegenstand. Und zwar ist es nicht der, lasst mich kurz schauen, wo ich den habe. Das ist... Habe ich ihn weggeworfen? Habe ich den echt weggeworfen? Bin ich so dumm? Schande über mein Haupt. Boah, nee, ne? Habe ich das echt weggeworfen? Bin ich so prall dumm? Nee, gar nicht wahr. Das sind nämlich die hier. Gebrüll aus den Tiefen. Ich habe sie tatsächlich noch. Und zwar ist das, dass sie keine normale Leichenexplosion macht, sondern dann kommt immer ein Skelett. Und der Schaden von dieser Leichenexplosion ist dann nochmal um 40%, also 40% wäre der Max-Roll, nochmal erhöht. Das heißt, wenn wir wirklich dann nochmal viele Mobgruppen haben, gerade für unseren AOE-Schaden auch, Knochensperr macht zwar auch AOE-Schaden, macht natürlich enorm Single-Target-Schaden, wenn sie wieder zurückfliegen, aber wenn ihr da Probleme habt oder dieses Item gefunden habt, könnt ihr das natürlich gerne benutzen. Ich habe es nicht benutzt, wird aber nochmal mehr Schaden machen. Also wenn euch das noch nicht genug Schaden war, was ich bezweifle, ja, dann ist das natürlich eine krasse Sache, gerade auch mit der Sache noch drauf, Angriffsgeschwindigkeit der Leichenfertigkeiten ist und nochmal den anderen Sachen, ist das natürlich eine enorm geile Sache. Ich habe mich, wie gesagt, für die plus 4 Knochensperr, einfach weil ich mit den Knochensperrer sehe, mindestens Knochensperr-Bild, aber das muss jeder selber wissen. Rüstung habe ich auch einfach jetzt so gemacht, könnte ich auch nochmal ein bisschen rumnastieren. Wie gesagt, ich fand es erst ein bisschen squeezy zwischendurch, habe hier aber auch nochmal Knochengefängnis oder Leichenexplosion drauf. Ich könnte auch zum Beispiel meinen Blutnebel nochmal austauschen mit dem Knochengefängnis, würde dann aber auch nochmal mehr Damage machen. Also würde ich wirklich jetzt sagen, ich will jeden Boss one-shotten, dann würde ich das Knochengefängnis nehmen. Warum? Im Knochengefängnis sind die Gegner auch wieder verwundbar und ich mache auch nochmal mehr Damage. Also wenn ihr wirklich flexen wollt vor euren Freunden, ist der Necro einfach das mit dem Rogue wahrscheinlich einer der krassesten Builds, die ihr machen wollt. Mir ist das nicht so wichtig. Ich gebe da eher einen Fick drauf. Mir soll es Spaß machen, deswegen hatte ich da auch ein eigenes Bild. Aber die Leute letzten einfach immer nach Meta und so viel Damage wie möglich machen. Und da seid ihr richtig. So, bei den Stiefeln könnt ihr aber auch was ganz anderes nehmen. Das habe ich jetzt auch einfach aus persönlicher Natur genommen. Weil mir einfach bei D4 ein paar Effekte fehlen, habe ich jetzt hier einfach diese Unterkühlungssachen genommen. Das ist natürlich beim Eismagier viel geiler. Ja, sage ich so, wie es ist. Da sind ein paar Widerstände drauf, bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Könnte ich auch austauschen, wenn ich noch mehr Schaden haben will. Aber ich bin völlig zufrieden. Ich mache mal Schaden als die anderen. Alles gut. Da muss man nicht so rumflexen. Deswegen habe ich hier ein bisschen einfach für den Effekt, das ist dieser blaue Effekt, wenn ich da rumlaufe, auf meinen Sachen drauf. Was ist auch ziemlich cool und wichtig, was solltet ihr haben? Nachdem ihr die Story gespielt habt, bekommt ihr automatisch Umarmung der Mutter. Da habe ich jetzt hier ein Hyrule, natürlich mit Crit drauf und so weiter. Was macht es? Die Kernfähigkeiten, wenn ihr mindestens 5 Gegner trifft, werden nochmal die Ressourcen 40% zurückerstattet. Ist natürlich enorm geil, da wir natürlich immer wieder Essenzprobleme haben und mit Essenz reinspawnen wollen. Ihr merkt schon, das macht alles Sinn. Haben wir das natürlich mit drin. Dieser Ring ist wirklich wichtig. Beim Schmuck würde ich euch Diamanten raten, einfach für alle Widerstände. Könnt ihr aber auch ein bisschen nachskalieren und gucken, was euch fehlt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Rot für Feuer machen. Wenn ihr jetzt dieses Capstone Dungeons für die Welttierstufe 4 machen wollt mit Elias, der machen auch viele dieser Mobgruppen Feuerschaden, könnt ihr das auf jeden Fall mit reinmachen. Dort solltet ihr auch einen Trank machen, natürlich mit diesen Humanoiden gegen Kultisten und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr die Tipps und Tricks sehen wollt, bleibt auf jeden Fall gerne dabei. Das habe ich auf jeden Fall so drin für den Crit. Knochenfertigkeiten erhöhen eure Essenzregeneration. Wie gesagt, wir haben viel Essenz, die wir verballern, weil wir die Knochensperre die ganze Zeit durchballern. Amulett habe ich jetzt hier momentan einfach 3 Ringe für Schwermut. Bräuchte ich jetzt auch nicht. Bisschen Knochenkostenreduktion für die Essenz. Das geht auf jeden Fall viel, viel besser. Da könnt ihr was anderes finden. Da gibt es auf jeden Fall viel krassere Amulette. Das ist auch eigentlich jetzt nicht so gut. Und ihr seht schon, alles, was ich da drauf habe mit dem Primärangriff, prockt noch nicht mal. Ich müsste da einen anderen Respekt drauf machen. Das meinte ich vorhin mit Lazy Player. Wenn ihr auch da enorm Schaden drauf habt, rollt da auf jeden Fall nochmal was anderes drauf. Würde euch einfach auch nochmal enorm pushen. Aber ihr habt schon gesehen, welches Potenzial dieses Bild hat ohne die 30% Crit. Ohne jetzt das Amulett mit einem weiteren Aspekt. Und die Leute, die eben gedacht haben, es fühlt sich schon an wie Godlike. Die wissen dann, was auf sie zukommt, wenn ihr das spielt. Als letztes noch die Waffe. In die Waffe machen wir natürlich 2 grüne rein für Crit. Auch hier alles auf Crit. Und der Primärangriff Knochensperr macht allen weiteren getroffenen Gegner nach dem ersten verwundbar. Knochensperr verwundbar Gegner auch 195% mehr Bodenschlagen durchzuschlagen sie. Das ist natürlich ein Aspekt, den wollen wir unbedingt haben.
unbedingt haben, den solltet ihr unbedingt haben. Was soll ich euch sagen? Daran hat es gelegen. So solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ich möchte dieses Video nicht zu lang haben. Spammt das überall rein, schickt das euren Leuten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit einem Abo und Like dabei wart, diese Bild zu bauen. Kosten wirklich viel Arbeit. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr gerne zu mir nach Twitch kommt. Können wir gemeinsam quackeln. Auch mit den Jungs ist immer cool, macht immer Spaß. Und ich freue mich und ich hoffe, ihr habt jetzt ein richtig geiles Bild, wo ihr ein bisschen eingeben könnt bei euren Freunden. Ich bin es, euer Vince John. Und wir sehen uns. Peace aus. Küsschen. Aufs Nüsschen.